Gott sagen, nehmt doch bitte diese ganze Ebene hier unten für mich ein. Das wäre sowas von traumhaft, würde ich sagen, aber wirklich sowas von traumhaft. Bitte mal weitermachen. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und ihr hier scheint nach und nach die umzingeln zu können. Oh, ihr könnt sie sogar auslöschen. Wow, das ist super. Das ist sogar mehr zu. Jetzt haben sie es nach und nach echt geschafft. Aber sowas von geschafft. Das muss ich gerade mal gucken. Braucht ihr noch Unterstützung? Dann können wir nämlich sagen, dass ihr hier. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich ganz und gar nicht. Ihr hier. Da mithelft und auch dort mithelft. Dann haben wir nämlich wirklich sowas von einer Übermacht da oben. So, als Forschungsbonus können wir auch noch ausnutzen. Okay, der gesamte Bereich, der und der, das gehört alles unter unsere Luftkontrolle. Finde ich super. Finde ich mehr als super sogar. Das wird mitgenommen, das auch, das auch. Sie kommen nach und nach an den Eckpunkten an, wo ich für sie vorgesehen hatte. Das ist schön. Jetzt müssen wir bloß noch da unten vor uns wegschießen. So, komm, hier auch noch. Speerspitze, Dankeschön dafür. Oh, warte, komm, jetzt mal einfach machen. Wir nehmen alles mit, so wie wir es mitnehmen können. Der Marauder Wingage, den können wir jetzt auch wahrscheinlich produzieren. Yep, das können wir machen. Auf Maximum, sobald mal irgendwas frei ist. Wie gesagt, das könnte noch ein bisschen dauern. Nachdem die gerade hier. Was haben sie alles nachgebaut? Moment, das muss ich gerade mal gucken. Yep, wir haben jetzt genug. Wir haben jetzt genug. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Wie schaut es momentan aus? Yep, wir brauchen definitiv hier noch mehr. Egal wo, egal wann. Okay, der Rest scheint soweit in Ordnung zu sein. Hier müssen wir nur machen, hier müssen wir nur machen. Yep, funktioniert. Alles upgrade. Sobald die ganzen Speerspitzen mal fertig sind, finde ich gut. Pan-Pazifik, yep, die tun wir auch schon mal vereinigen. Auch wenn es noch kurz einen Moment dauert, bis sie uns gehören. Aber ganz ehrlich, sie haben bereits die Frontlinie. Ich würde gerade sagen, du fängst rein, oder? Yep, du gehst rein, wunderbar. Wie schaut es denn bei euch aus? Noch nicht ganz so gut, aber es wird besser. So, wir haben hier alles. Wunderbar. Da noch nicht. Jetzt können wir anfangen, die Autokanonen noch zu machen zu Gaudi. Ich wollte gerade sagen, Hallöchen. Was ist denn hier los? Nimm doch mal bitte den kleinen Brocken hier noch ein. So, ihr hier. Okay, sie sind, wollte gerade sagen. Sie tun sich gerade ein bisschen anders und neu aufstellen. Können wir jetzt eine Frontlinie noch machen und sagen, hey, nehmt mir bitte das Ding hier noch ein. Yep, das funktioniert. Angreifen. Ich möchte sie hier vollends abschneiden. Dass die nur noch, wenn dann hier hinten Verbindungen haben, aber nicht mehr hier. Das muss unter allen Umständen getrennt werden voneinander. Wir machen eine Teilung ihres ach so tollen Reiches. Würde gerade sagen. Research finished, Dankeschön. Das auch noch von uns machen. Herrliche Natur. So, ja, wunderbar. Jetzt kommen sie auch nach vorne. Die dürften nach und nach auch eingenommen sein. Yep. Na komm. Dankeschön. Sodle. Dann können wir jetzt nämlich sagen, was ist denn euer Trupp hier überhaupt? Du hier. Okay. Du bekommst eine Offensivlinie, die dir sagen wird, du sollst bitte dieses Grenzgebiet hier vollends einnehmen. Feuer kann er voraus. Du bekommst jegliche Unterstützung, die du brauchst. Manpower haben wir auch noch bis zum Umfallen. Ja, viel könnte nach und nach ein bisschen problematisch werden, aber nichts, was wir nicht noch irgendwie regeln können. Haben wir denn. Yep, da unten sind noch Sachen nach und nach. Aber zuerst mal Infrastruktur, die ist recht wichtig. Dass wir da auch vorankommen. So, wie schaut es denn bei euch aus?
Warum macht ihr denn nichts? Habt ihr denn Probleme hier momentan irgendwie? Das muss ich doch glatt mal gleich rausfinden. Hatten wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht mehr, oder? Na doch, hier unten. Da haben wir noch irgendwas. Du hier. Angreifen. Dieter ist finished. Okay, der letzte ist auch Maximalgeschwindigkeit. Unsere Flugzeuge erhöht. Wunderbar. Das können wir separat auch noch machen. Okay, das ist schon mal gut. Ihr vier kommt darüber rein. Ihr macht das da hier. Dann werde ich halt einmal mit angreifen müssen. Hilft ja irgendwie alles nichts. Ah, ich sehe schon. Es sind auch noch hier angegriffen werden. Okay, aber jetzt geht's besser voran. Jetzt geht es wesentlich besser voran. Ihr gehört auch noch zur 23. dazu. Aber die Front ist noch nicht groß genug für die Aktion. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Vielleicht nur für ein Jahr der Sprit aus. Ich glaube, ich bin... Wie schaut es denn hier oben aus? Declaration fast voll. Fast voll. Ist schon eine Nummer. Wie schaut es denn hier aus? 70. Und hier... 31, das dauert noch ein bisschen, okay. Declaration, wir sind auf Minus. Ah, Declaration auf War. Ja, hab schon verstanden. Schon verstanden an der Stelle. Lass uns das mal vor uns hochpumpen. Damit wir hier mehr als genug haben. Für Tanks können wir auch noch ein bisschen was machen. Das sage ich nicht nein dazu. So. Und während die Sache reparieren, könnte man doch bestimmt sagen, zwei, drei Sachen mal hier hochpumpen, damit die nebenbei auch noch gemacht werden. Okay. Es wird gefrontet, es wird angegriffen. Es geht hier unten gut voran. Dann kann nämlich der ganze Front sich quasi hier gerade hinstellen. Das greift dann hier an und das greift hier oben an. Und dann müsste man sie ziemlich bald in die Knie zwingen können eigentlich. Wir betonen auf ziemlich bald. 31 Tage, mir geht der Sprit echt aus. Paratroopers, Dankeschön dafür. Dankeschön dafür. Ja, danke, danke. Haben wir hier spendieren und einmal Special Force Feldliga auch nochmal machen. Schaut es momentan aus mit unseren... das braucht nur ein bisschen... Es braucht leider noch ein bisschen. Könnten ja noch Handel und sowas betreiben, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht ganz so das Wahre. Wir können sagen, ihr hier. Puh, 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 puh. 800 da hoch. Ich würde sagen, ihr. Aber ihr seid auch hier. Plus Air Support. Du hier und du hier. Ihr du verschwindest. Yep. Du verschwindest auch. Yep. So. Dann dürfte mich auch unser Spritfahrer ein bisschen nach unten gehen. Ja, ein bisschen. Wir betonen wirklich auf ein bisschen. Nicht viel, aber etwas. Oha, Hallöchen, aber auch. Autokanonen. Die können wir natürlich auch gleich anfertigen. Irgendwann mal. Irgendwann mal, wenn wir mehr Zeugsel übrig haben. Was momentan noch nicht so ganz der Fall ist. Gebe ich echt zu, gebe ich echt zu. Hallöchen aber auch. Oh, wir haben gleich die Zipflein genommen. Das ist gleich. Ja, komm, 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 komm. Und. Einer von euch beiden muss es jetzt einnehmen. Dankeschön. Okay. Das heißt nämlich, dass wir sagen können, ihr hier macht jetzt eine Offensivlinie und nehmt das Ding hier noch vor uns ein. Yep. Ab nach oben ziehen. Genau das, was ich wollte. Genau das haben wir jetzt erreicht. Wunderbar. Und der Rest soll auf Position bleiben? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Und ihr hier unten. Ja, wir haben gerade ziemlich viel. Wir müssen gerade ein bisschen eher stellungskriegmäßig arbeiten. Die Air verbraucht zu viel? Ernsthaft? Die verbrauchen so viel momentan. Moment. Was ist, wenn ich sage zu dir?
Stopp mal deinen Angriff. Das macht so gut wie nichts aus. Okay. Wo haben wir denn viele Bomber? Hier haben wir viele. 800, 800. Das Gebiet hier gehört ja so gut wie uns. Das heißt, wir können mal sagen, hey, was soll's? Fighting, Close Air Support. Ich kann mal eigentlich wegmachen. Yep, ihr fallt mal weg. Das passt dann schon soweit. Wunderbar, das hat schon mal einen guten Einfluss. Das hat schon mal einen sehr guten Einfluss auf unsere Spritverhältnisse. Mal eben knapp 800 weniger. Sagen wir mal ein bisschen warten, füllen sich auch nach und nach wieder unsere... Ja, ich weiß, ich habe gerade echt Probleme an der Backe. Und hier brauchen wir auch noch jede Menge, so wie es ausschaut. Okay. Schaut es momentan aus hier. 90 Stück da hinten. Warum 90 Stück davon? Ich glaube... Sagen wir, können das glaube ich ein bisschen runter vom Fuhrwerk mit 40. Glaube ich, bin. Ceramid brauchen wir jetzt auch jede Menge, okay. Drasch wird nach und nach auch gebaut. Wenn wir echt so viele haben. So. Ceramid und. Was braucht man denn? Adamantium und Ceramid. Beides, okay. Adamantium und Ceramid. So. Ceramid. Können wir hier machen. Können wir hier vor uns machen. Können wir hier vor uns machen. Hier und hier. Wunderbar. So. Damit sollten wir jetzt auch mit dabei sein, oder? So gut wie alles wird produziert. Das ist schon mal gut. Nochmal um 5 nach unten setzen. Wunderbar. Okay, das ist eine Sache, die gefällt mir jetzt wesentlich besser. Close Air. Wäre bis hier. Das heißt, wenn wir das von uns einnehmen, wäre das jetzt nicht ganz so schlecht. Trupp. Offensivlinie, bitte einmal das Grenzgebiet hier mitnehmen. Und angreifen. Sodle. Das sollte relativ schnell gehen. Insufficient Intel. Ah, das brauchen wir nicht. Wir sind überwältigend in dem, was wir machen. Also von dem her brauchen wir keine Intel an der Stelle. So, nur ein paar Tage noch übrig, oh je. In 10 Tagen geht uns der Sprit aus, ganz toll. Okay, nach der Offensive muss man dringend mal kurz eine Pause machen. Beziehungsweise können wir sagen, ihr hier, nehmt das Gebiet gerade ein. Dismiss beide, so, brauchen wir nicht. Also wie ihr hier, dismiss beide, ja, brauchen wir nicht. Aber wenn von oben welche kommen, das macht mir gerade nichts aus. Das macht mir wirklich rein gar nichts aus. Die Tarantula bitte machen. Vielen lieben Dank. So, wir werden nämlich trotzdem diesen Abschnitt hier sowas von gewinnen. Beziehungsweise können wir sogar sagen, wenn sie das hier haben. Bombing und Air Support. Yep. Ach, da brauche ich Spezialsachen wieder. Okay. Das hier eventuell... Wie ist das? Nein, brauchen wir nicht an der Stelle. Das haben wir auch. Ingenieurskunst müsste man eigentlich auch alles haben. Yep. Die Doktrine hier ist auch fertig, soweit wie ich sehen kann. Also hier gibt es nur ein Ding. Ich glaube, wir haben dann fast alles erforscht, was man forschen kann. Wozu ich nicht Nein sage. Das sage ich echt nicht mehr dazu. Gerade sagen, wo sind denn 23? Ist halt das hier. Dann werde ich doch mal sagen. Achso, wir haben nichts mehr momentan. Okay. Wir haben gerade nichts mehr. Dann ist ja schon mal gut, dass wir noch ein bisschen mehr rausholen können aus allem. Da haben wir auch das zum Erforschen nichts mehr da.
Defense Organization. Yep, das können wir noch machen. Das geht noch. Aber sowas von. Wie wär's dann mit... Können wir gucken. Haben noch ein bisschen Zeit. Einmal nach oben gehen, einmal nach oben gehen. Ja, das ist gerade echt das Problem, dass wir eher keinen Sprit mehr übrig haben. Könnt ihr das vielleicht noch irgendwie einnehmen ohne Sprit? Ich bezweifle es irgendwie ganz stark. Ich bezweifle sowas von ganz stark. Research abgeschlossen. Vielen Dank. Können wir denn noch gucken? Eieiei. Ja, wie bemerkt, ohne Sprit geht das Ganze ein bisschen. Ja, die Armor Division kann halt nicht vorrücken gegen die. Das geht an der Stelle halt rein gar nicht. Das können wir noch machen. Currently Air. Ja, wir müssen die Lufttour halt mal kurz abgeben, auch wenn es etwas doof ist. Aber gut, was soll es. Deselect. So, mal damit sollte eigentlich der Spritvorrat nach oben gehen. Yep, definitiv. Es ist zwar ein bisschen doofiger Luftunterstützung, aber... Wo ist hier das Problem gerade? Ich finde auch Panzer und alles drum und dran momentan. Ja, das ist ein Übel. Ein richtiges Übel sogar. Ups, was macht er jetzt? Autospeichern, dankeschön. Das ist lieb von dir, dass du jetzt gerade ausgespeichert hast. Die sind hier aber auch gut drin, stelle ich fest. Die sind hier echt gut drinnen. Ich würde mal sagen, die haben Luftunterstützung auf ihrer Seite, aber sowas von... Davon kannst du aber ausgehen. Okay, wie wäre es denn, wenn wir sagen... Weil der Luftraum geht ja hier hin. Und der gehört momentan ihnen. Wenn ich den einmal um eins erweitere. Nee, das wäre gar nicht gut. Das wäre sogar richtig ungut. Haben wir irgendwo noch welche übrig momentan? Auch nicht. Dann werde ich aber kurz machen. Ich werde sagen... 100 Brawler. Yep. Und bitte 100 Gunner noch. Yep, wunderbar. Ihr zwei hier. Zack, zack, zack. Dieses Gebiet... für uns sichern. Vielen lieben Dank. Auch die Forschung hier ist vollends abgeschlossen. Heißt, hier gibt es auch nichts mehr zu tun soweit. Das ist ein wahrer Segen. Sowas für ein wahrer Segen, wenn wir einfach nichts mehr zum Forschen haben. So, gucken wir nochmal mit Air Support. Ob ihr jetzt was reißen könnt. Minimal funktioniert es ja. Minimal funktioniert es ja. Wir müssen bloß gucken, dass wir quasi einen gewissen Output zustande bekommen. Ja, ja, ja. Und hier werden jetzt auch nach und nach welche gemacht. Und hoffentlich bringt es auch was. So, wenn jetzt beide angreift, wollte ich gerade sagen, sollte es doch eigentlich funktionieren. Nein, funktioniert nicht. Mist. Na gut, dann wird es ein kleiner bisweilender Stellungskampf bleiben. Kann man das hier irgendwie einnehmen? Ich meine, wir haben hier noch Divisionen hier, die nichts machen. Ihr seid alles Divisionen, die eigentlich nach da oben gehören. So, darum. Vollends einnehmen, so gut wie es geht. Hauptsache, ihr seid dann auch mal mit oben vertreten. Na, da. Hier und dort noch. Wunderschön. So, wunderbar. Auf geht's. Ich wollte gerade sagen, passt mal hinter euch auf. Das ist nämlich nicht ganz so gut, was hier gerade abgeht. Die sind zu der Division, die eigentlich dahin gehören. Okay. Du gehst darüber, du gehst darüber, du gehst hier rüber und du gehst hier rüber. Ja, weil ich hier keinerlei, oh, warte, keine Grenzen gesetzt habe für das Ganze momentan. Ja, Mist.
Aber macht nichts, wir überwältigen sie einfach. Und gut ist. Und gut ist. Hier rüber rein. Alle Mann hier rüber rein. Okay. Sammelt euch hier. Also, ich hab einmal hier als Gruppe eingreifen. Hier und hier hin. Wunderbar. Justification finished. Für die hier. Also auf Declaration War. Ja, doch, eventuell. Armord, eine ist fertig. Na, ja, der hat sie zu früh rausgehauen. Alter, mal raushauen und jetzt sagen wir aber, der Rest wird mal gecancelt für den Moment. Da muss man eben noch was einfallen lassen. Aber sowas von was einfallen lassen. Sollen wir das schon angreifen? Nein, ich möchte erstmal gucken, dass wir das Problem hier hinten lösen können. Nope. Darüber, darüber. Alle Mann hier rüber gehen. Ich möchte hier einen kollektiven Angriff haben. Indem wir sagen, angreifen. Angreifen. Und angreifen und angreifen und angreifen. Dankeschön dafür. Die neuesten Geschütze müssen fertig. Die wir natürlich direkt in Auftrag geben. Denn warum nicht? Noch wenn sie eh nicht gebaut. Noch wenn sie eh nicht gebaut. Die Assigned lassen wir jetzt noch weg. Das brauchen wir auch nicht für den Moment. Und der Rest sollte im Hintergrund gebaut werden. Ja. Der Rest funktioniert schon so. Ja, ihr sollt alle da einfallen. Einfallen und überrennen. So, ich hätte gern am liebsten, dass ihr hier. Nur die Frage, welche ihr eigentlich seid. Ah, hier. Bitteschön, Offensivlinie. Ja, okay, dann halt so. Dann machen wir es halt so. Sag euch nicht so. Hier, zack, so rüber angreifen. Hauptsache, ich nehme das Zeug nach und nach irgendwie ein. Alles andere ist mir gerade Jacke wie Hose. Du gehst so rum, ihr geht so rum, ihr geht so rum, ihr geht so rum. Auf das sie nicht mehr abhauen können. Überrannt, wunderbar. Darüber, darüber. Einmal darüber, ihr geht darüber und ihr geht darüber. So. Dadurch sollte eigentlich alles eingenommen sein, theoretisch zumindest. Ach, das Kennedy muss man auch noch einnehmen. Och, Mensch, jetzt Kinder. Das ist aber langsam nervig hier. Da vielleicht noch, hier noch, hier, yep, da das auch noch nehmen. Wunderbar. Und zurück, und zurück, und zurück. Wunderbar, das haben wir alles eingenommen. So, jetzt kann es nämlich auch keine mehr in den Rücken fallen. Mischungstruppen sind hier, aber ihr werdet deselected. Yep. Deselect, es passt schon soweit. So, dalle. Das könnte jetzt noch mehr als interessant werden. Eieieiei. Eine Stunde 10 ein bisschen weniger. Dann mache ich jetzt mal einen klitzekleinen Cut und frühstücke mal eben. Denn bevor wir jetzt das hier anfangen und die Offensive hier nach oben verlegen, muss ich kurz mal nachdenken, wie wir am besten weitermachen können. Weil zum Beispiel der Trupp hier unten, ich glaube, da muss ich zwei Linien aufbauen. Da dürfte nämlich ein einziger Trupp zu wenig sein. Aber hey, das und noch vieles mehr finden wir in der nächsten Folge heraus. Bis dahin hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer, tschüss.